Ja, servus Leute. Auch der Maurice ist wieder da. So sieht's aus. Ja, wir haben uns heute mal wieder versammelt, um ein Video zu drehen, genau. Und zwar geht's heute um eine kleine Mische zwischen dem Adalia Remix und dem Ultimate Blue. So sieht's aus, also ja. Bis gleich. Jo Leute, und zwar kommen wir erstmal zum Tabak. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, den kann man ganz gut sehen, so vom Schnitt her. Und zwar ist das der Adalia Berry Mix. Berry Mix, genau. Der ist auch wie Alvaja typisch. Adalia typisch. Schön feucht. Und genau, jetzt kommen wir hier zum Blue. Von Ultimate, genau. So sehen die Verpackungen aus. Aber ich habe den in einem Zipper, weil wir uns den geteilt haben damals, weil der Blue ist für 150 Gramm relativ teuer. Der Schnitt ist auch ziemlich scheiße, der Maurice hat sich das Schönere rausgesucht. ja, du lachst, ne? Aber ja, im Zipper sieht man das halt ein bisschen schlecht. Man sieht hier zum Beispiel schon wieder einen ziemlich großen Ast hier. Und ja, ansonsten ist der auch sehr schön feucht. Und daraus haben wir einfach eine Mische gemacht. Und ja, dann mal gucken, wie das schmeckt. Wir haben uns jetzt hier versammelt, um mal den Tabak zu probieren, genau. Wie wir euch schon gezeigt haben, ist das Ultimate Blue und Adalia Berry Mix, den ich mal lieber zumachen sollte. Ja, das reicht erstmal. Ja, ich denke mal, wir ziehen erstmal eine Runde an. Also, auf dem Berry Mix, auf der Verpackung ist eine Blaubeere, eine Erdbeere, was ist das hier? Himbeere, eine Himbeere noch, und das ist das Schwarze hier? Brombeere. Eine Brombeere. Und so ein Eisblock, ich denke mal, das sollte für Minze stehen. Aber ja eigentlich keine Tube, ne? Nee, weil das wollte ich nämlich gerade sagen, deswegen hauen wir auch mal gerne noch ein bisschen Blumen rein, weil der. Der schmeckt sehr schön fruchtig und sehr geil bärig, aber der ist für mich so ein bisschen so normal zu schwer irgendwie, der ist nicht so. Das ist halt nicht minzig genug. Ich habe gerne Minze im Tabak, deswegen haben wir immer noch den Blue rein. Bei Blue steht ja auf der Verpackung Cold Arctic Breath und ja, ich finde Minze nicht mehr. Also das Blue ist für mich eigentlich Minze. Aber halt, es ist irgendwann eine süße Minze. Eine sehr süße Minze, stimmt, genau. Es ist schön frisch und es ist halt einfach so wie eine vollkommen pure Minze, die du nicht rauchen kannst. Sondern ich hatte sogar schon am Anfang, als ich den nicht gemischt habe, hatte ich den Blue zweimal normal im Kopf. Aber irgendwie hat sich da nicht so die wirkliche Rauchentwicklung da gebildet und den kannst du 4-5 Stunden rauchen, irgendwie verbrennt er nicht. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Aber ich muss euch echt sagen, ich finde den Blue besser zu mischen. Wirklich. Auf jeden Fall, ja. Also pur würde ich den nicht rauchen. Also mit Blue habe ich alles schon gemischt. Da habe ich den Adalia Greenland und Mint gemischt, da habe ich das Sodi gemischt, da habe ich Nagla Ice Raspberry. Hatten wir, ja, also der Blue, der passt eigentlich echt fast überall rein. Warten wir noch Blue. Nee, warte mal, noch Blue. Ich glaube sonst nur Blue. Ah, stimmt, ja. Nee. Aber also. Vor allem das Soli, Kaugummi, Minze, Zimt, ist echt eine gute Kombination, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Im letzten Video kam ja der Soli dran und was ich da vergessen habe, möchte sagen, ist, dass ihr mal lieber die Alvaja-Sorten mal lieber eine Woche länger einziehen lasst. Also wirklich, ich habe das mal nach dem sechsten Tag geraucht, das war, ich fand es nicht so gut. Also ich finde, der schmeckt immer besser mit der Zeit. Ich habe ihn jetzt schon relativ lange im Leben, drei, vier Wochen. Ja, 4 Wochen bestimmt. 4 Wochen bestimmt, ja. Und jetzt schmeckt er mir echt am besten. Also nach 4 Wochen. Ich meine,
Klar, es gibt schon Leute, die nach dem ersten Tag rauchen, aber wirklich, ich würde den echt keine Zeit geben. Das ist doch nicht schlimm, ihr holt euch den, macht den Zipper, stellt den euch 2 Wochen in den Schrank und dann habt ihr wirklich den, fast wie den alten. Das ist echt krass. Also je nachdem, wie bei guten Wein. Milde im Abgang, gute 80er Jahre. Genau. Wir haben jetzt mal mit Windschutz angeraucht, weil machen wir in letzter Zeit immer öfters. Ja, ne? Immer. Eigentlich in letzter Zeit echt immer, weil. Oh, da war es jetzt wirklich nicht. Nee, weil es geht einfach viel schneller, viel einfacher. Ist ja klar, du musst halt ein bisschen aufpassen, dass der Tabak nicht verbrennt. Also ich weiß ja, ich würde jetzt keine 10 Minuten mit Windschutz rauchen. Nein. Wir tun dann auch beim Rauchen die Kohlen ganz raus. Dass sie wirklich nur mit einem ganz kleinen bisschen auf dem Tabak eigentlich, also nicht auf dem Tabak liegen, aber sie über dem Tabak liegen, weil sonst liegen die ja ziemlich weit raus. Und das mit Windschutz eigentlich echt eine gute Sache, ja. Der passt halt noch perfekt auf den Bräuchel drauf. Ich weiß nicht, von welcher Marke ist man. Boah, den hatte ich damals, boah, bei irgendeiner, nee. Bei einer Aladin hatte ich den mal mit dabei. Ich habe auch noch 2 Aladin bei mir. Fragt mich nicht, was mich damals dazu geritten hat. Aber wie ich euch ja schon erzählt habe, ist echt am Anfang wirklich wichtig. Ihr holt euch einen besseren Tipp, Amy für 40, für verdammt nochmal 35 Euro. Die nimmt sich eigentlich zur PX nicht so viel vom Durchzug her. Also vom Durchzug ist die echt gut und von der Rohrentwicklung her. Und ihr könnt 2 Schläuche reinschließen, könnt ihr auch mal mitnehmen. Das ist die beste 2-Schlauch-Pfeife, die es eigentlich gibt. Amy für 40 ist das Shit. Und würde euch echt empfehlen, holt euch die. Und wenn das was für euch ist, dann holt euch halt eine größere. Ein riesen Nachteil bei der PNX ist hier zum Beispiel dieses Fallgewinde. Ich fand es am Anfang ziemlich geil, da das ja auch super funktioniert alles, aber ich habe die jetzt mittlerweile schon ein Jahr. Und ich habe die auch eigentlich am Anfang regelmäßig geputzt und immer auch eingefettet. Ich habe das mit Vaseline gemacht und bin immer mit der Drahtbürste da durch. Und dann ging das aber jetzt mit der Zeit, wenn sich das der Kalk dann einmal richtig festsetzt, irgendwie, ich muss das mal mitnehmen. Irgendeine Essenz oder sowas machen. Auf jeden Fall ist das Feingewinde zwischen Bowl und Base echt zum Kotzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ich lieber ein Grobgewinde oder halt Klick wie bei Amy NPC. Das wäre echt eine geile Pfeife, aber ich habe keinen Bock, der 120 Land dafür zu bezahlen. Mhm. Also 120 Euro ist, denke ich mal, die NPC nicht wert. Das ist, glaube ich, das ist wie eine Amy Zuri 650, nur halt mit Klick und da kostet die gleich doppelt. Ja. Das ist echt krass. Und das ist generell, die Amy-Grobgewinde sind echt gut. Auf jeden Fall, ja. Wirklich. Hab da ja null Probleme bei meiner Amy. Ja, bin ich auch. Wir haben den Tabak auch im Kopf nicht komplett durchgemischt, sondern das habe ich eigentlich jetzt auch immer gemacht. Ich habe, also du hast zum Beispiel den Berry Mix unten rein, relativ viel, und den Blue oben drüber. Man braucht von Blue echt überhaupt nicht viel, wirklich nicht. Deswegen, wenn du den echt so mischen willst, ist das auch wie lange bezahlt? 15? Der kostet, nee, 13,50 Euro, 150 Gramm. Okay. Ja, 13,50. Wenn ihr den zum Mischen hält, der eigentlich auch relativ lang. Ihr braucht nicht viel, der verbrennt relativ lang, und der ist echt gut zum Mischen. Fakt. Und ja, wir haben ja einfach nur noch ein bisschen Ultimate Blue rum reingehauen. Und ja, schmeckt eigentlich ziemlich gut, das ist immer noch dazu sagen. Ne? Also nur Blue ist echt zu extrem. Ja. Das schmeckt zu minzig. Das ist auch, das hat bei mir natürlich geraucht, hast du auch mal im Kopf nur Blue? Ja, nur Blue nicht, ja. Ja. Na jedenfalls, es schmeckt, also ich schmecke jetzt keine Beere im Vordergrund, muss ich sagen. Ich schmecke keine Blaubeere, keine Erdbeere, halt keine Brombeere. Das ist wie so nix. Ja. Ist echt, schmeckt gut bärisch halt einfach, also nach allem, es schmeckt halt nach Bären. Und der Blue macht das halt noch schön frisch, das ist echt gut. Weil ich fand den Berry Mix so alleine eigentlich nicht so gut. Da
Ja, also von der Frische her so. Ich mag gerne ein bisschen mehr mit dabei. Der ist dann so zu stark. Ja, ja, stimmt, der ist sehr intensiv, auch sehr süß. Ja Leute, seid gespannt, wie ich schon erwähnt habe, habe ich mir eine neue Pfeife bestellt und auch mal ein paar Glasmundstücke gesehen. Im letzten Video hat der Boris hier mit dem Interlude ist es von S. Von K. Es ist kein Interlude, ne? Keine, ne? Das ist nur von Kaya. Ist auch egal, wie so ein Interlude eigentlich 2.0 auf Satz, weil ich habe mich da mal draufgesetzt. Und da ist er dann meinem fetten Arsch das Glas zu Bruch gegangen. Und einen Tag später lässt der Maurice meinen anderen Kaya-Standardschlauch runterfallen. Und da war mein zweites Glasmundstück innerhalb von 2 Tagen kaputt. Und da ich Schüler bin und nicht so krass das Geld raushauen kann, für 2 Glasmundstücke wieder 30, 40 Euro zu bezahlen, da habe ich jetzt erstmal gewonnen und habe mir noch 3 KS Mini-Leinungsstücke geholt. Das ist echt ziemlich nice. Die sind 10 cm. 10 cm ungefähr so viel. Ja. Und kosten 3,99 pro Stück. Ich habe mir dann mal 3 geholt, einen auf Reserve für 12 Euro. Das ist echt ein guter Preis. Für ein Glasmundstück auf jeden Fall. Ich werde mir, denke ich, mal auch für den Sommer so ein Eiszucker-Mundstück mal holen. Und mal gucken, wie das ist, ob das wirklich so viel bringt. Ja, so sieht's aus. Würde mal sagen. Soll es erstmal gewesen sein, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.